Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios in einer neuen Folge Halo 4 in der Master Chief Collector's Edition. Wir sind jetzt auf dem Didaktika-Schiff und müssen uns hier ein bisschen durchwursteln, weil wir im Hyperraum sind und wir aus diesem Schild nicht raus dürfen, sonst explodieren wir. Und wir müssen uns jetzt hier durch dieses bewegliche Schiff treiben lassen. Ich habe seine Übertragungen zurückverfolgt. Er ist beim Erzeuger. Wir können beide auf einmal ausschalten. Oh, das war eng. Alter, lass mich in Ruhe. Ja, da geht's nicht lang. Wie es aussieht, wir müssen hier durch. Okay, schön vorsichtig. Hey! Lass mir den Spalt offen, jawohl. Schwankungen in der Cherenkov-Strahlung. Wir fallen auf den Hyperraum. Aua. Bei der Geschwindigkeit sind die feindlichen Streitkräfte in 4 Minuten bei der Erde. Verstanden. Kampfgruppe der Kote. Warum explodiert denn das so komisch? Es ist auch bei mir so schlimm, ja. Also nicht wundern, wenn der Sound bei euch auch so kacke gerade ankommt. Bestätige, Sir. Wo ist der Kern? Wow! Dass er sie erfolgreich im Soll gelassen hat. Sie müssen sich mit mir. Ich bin gerade den Erzeuger. Wir sind in einer Broadsport und haben einen Havoc-Sprengkopf zum Abwurf an Bord. Schauen wir mal, ob wir ihnen das Leben nicht ein wenig leichter machen können. Alle Schiffe zum Angriff bereit machen. Okay. Aua. Alles. Wo lang? Da lang. Schön hier die schon mal platt machen. What? Komm schon auf. Gott, was geht hier ab? Komm, Joe Gidella. Kommandant, verfügbare Schiffe zum Erzeugen. Verstanden, Chief. Gott. Orbitalverteidigungskommando, hier Flottenkommando. Feinde im Anflug. Alarmstufe rot. Ich weiß nicht, wo lang. Orbitalverteidigung der Erde. Mattgeschütze zeigen keine Wirkung gegen das feindliche Schiff. Es nähert sich weiter. Was? Muss ich lang? Hier? Boah, ist das eng. Auf die Luken. Mal kurz warten, bis die Waffe wieder aufgeladen ist. Das ist ganz wichtig. Wir fliegen mal hier unten durch. Ja, ich das dumpfe Gefühl, dass es gerade schneller wird. Ob das einen Sinn hat? Gott, Sven. So. Einfach nur geradeaus. Das ist gerade ziemlich easy going, oder? Oh, sieht schon heftig aus hier. Der Didaktiker hat uns den Zugang zum Erzeuger versperrt. Wir könnten ein Loch in den Schiffsraum schießen, aber mit der ganzen Flugabwehr kann die Infinity nicht zielen. Wir kümmern uns um die Geschütze. Krieg ich die aus? Hier kurz mal ein bisschen aufräumen, dass wir uns hier bewegen können.
hier noch? Na, hier war ein kleiner Schwenker. Ja, von der Seite komme ich daran, okay. Okay, ich bin dran. Zwei Kanonen neutralisiert. Ich bin an der dritten. Noch zwei. Weiter durchfliegen. Eine Kanone. Verstanden, Cortana. Geschützmannschaften bereit machen für Breitseite. Wir wollten den Chief in das Schiff bringen und ich werde den Mann nicht. Ja, finde ich korrekt von euch. So, alle ausgeschaltet. Jetzt macht mir ein Loch. Das war das Letzte. Alles klar, Infinity. Verstanden, Chief. Sie halten besser Abstand. Hauptgeschütze, Feuer! Treffer. Wir begeben uns hinein. Verstanden. Wir sind in Bereitschaft, falls Sie uns brauchen. Und grüßen Sie den Didaktiker von uns. Infinity Ende. Wir sind echt kein guter Pilot. So oft wie wir mit dem Ding dann abstürzen. Und was machen wir jetzt? Plan B. Ich laufe auch immer mit einem mit einer aktiven Bombe auf dem Rücken rum. Chief, ich weiß, ich sollte wissen, was jetzt zu tun ist, aber... Wir werden den Sprengkopf per Hand anbringen müssen. Wie und wo? Ich weiß immer, was zu tun ist. Ich weiß immer, was zu tun ist. Ich mach erstmal hier ein bisschen aufräumen. Einen Moment. Scan weiter nach dem Erzeuger. Wir lassen uns unterwegs was einfallen. Schickes Schiff. Da kommt wieder raus. Ich hasse diese Reparaturdinger. Muni alle. Müssen wir den lang? Links, rechts, gehen wir mal da lang. Wenn dich schon Vernunft nicht aufzuhalten vermag, dann wird dich rohe Gewalt wenigstens verlangsamen. Wir werden sehen. Einer weniger. Okay, die ist alle. Dann nehme ich mal das, was an die hier rumliegen. Nicht verkehrt. Ja,
Alles schön vorsichtig. Sehr abgespaced. Damit mich ein bisschen an Tron Legacy. Wo allgemein die Tron folgen. Alle. Ganz uncool. Am besten nehmen Sie den Durchgang da links. Mal aufmunitioniert, so. Sicher? Ich verlasse sie nicht, versprochen. Wow. Scheinbar doch noch zu etwas Nutze. Ich habe eine Energiesignatur direkt vorausentdeckt. Es ist ein Transitsystem, so wie das auf Requiem. Versuchen Sie darauf zuzugreifen. Werden wir gleich mal tun. Aber ich glaube, ich mache hier eine kleine Pause. Ist ja viel Spannendes passiert, die ganze Schiffssache. Und bevor wir hier jetzt wieder in die nächste Schlacht reißen, mache ich den kleinen Break. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Halo Master Chief Collector's Edition Halo 4. So, jetzt habe ich es zusammengekriegt. Bis dahin.